Grüß Gott allerseits. Willkommen zurück zu meinem kleinen, ja, wie nennt man es jetzt? Nicht unbedingt Speedrun durch Super Mario World. Ich hab mein Ton ist verdammt leise. Was soll vielleicht auch auf Pause drücken, ja. Übrigens auch mein erster Tod. Oh, es ist peinlich. Egal. Wir sind in unserem ersten richtigen Unterwasserlevel. Glaube, davon gibt es auch bloß zwei überhaupt im ganzen Spiel. So, das Gute ist, dass wir mit unserer Dreh-Attacke die Fische platt machen können. Beziehungsweise jetzt kriegen wir noch eine Blume dazu, das ist noch einfacher. So, und hier müsste es, glaube ich, einen extra Ausgang geben. Glaube ich zumindest. Ach, stimmt. So. Das ist ein extra Item, das Mario irgendwie fett werden lässt und nach oben steigen lässt. Ich glaube, ich sollte es ein bisschen beschleunigen, genau. Huh? Ah, scheiße, ich Depp. Fuck, 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 das langt mir jetzt vielleicht nicht nach oben. Ah, da muss noch irgendwo was sein. Oh. Ach, Glück gehabt. Glück gehabt, da war nochmal so ein Ballon. Jetzt aber schnell nach oben. Extra Leben, ja. Yoshi, ja. Also Yoshi Münze, aber sonst war hier nix. Hallo, noch eine Yoshi Münze. Hui, hui, hui. Schön. Komisch, ich dachte immer, da gab's noch was Extras. Mal ganz kurz nach hinten. Weil da haben wir doch einiges abgekürzt. Okay, doch nicht, da ist die Röhre schon wieder. Dachte, hier wäre noch irgendwas. So. Ach, halt, nee, ja, hier gibt's, glaube ich, einen Schlüssel. Oder auch nicht. Irgendwo gab es immer was Verstecktes. Müssen wir nur finden. Irgendwas war mit dem P-Knopf, glaube ich, hier. Uäh. Oh, jetzt wird auch noch die Zeit eng. Ja, da muss man echt ein bisschen aufpassen jetzt beim Schwimmen, weil jetzt geht alles nur noch über Steuerkreuz. Ich muss keinen Knopf mehr drücken. Na! Scheißdreck. Ich will da runter. Genau. Weil hier kriege ich den Schlüssel. So. Und dann kommen wir hier in unserer extra Finish. Genau. Zwar ins nächste Geisterschloss, aber bevor wir das jetzt machen, rennen wir hier mal schnell durch. Damit wir hier auch noch das ordnungsgemäße Finish hinlegen. Hui, das war eng. Ja, hatte ich glaube ich auch schon oft genug in anderen Mario-Videos erwähnt. Ich hasse Unterwasserlevel. Weil ich sie bei 3D noch mehr hasse wie bei 2D. Bei 2D, da hat man wenigstens nicht viele Möglichkeiten, irgendwie noch so nach hinten weg zu schwimmen, beziehungsweise einen Charakter irgendwie in Position zu bringen. Nehmen wir es einfach mit, weil dann kann man auch schneller schwimmen. Ja, scheiße. Natürlich habe ich es fliegen lassen. Egal. Irgendwo muss ja auch das ordnungsgemäße Finish sein. Ich glaube, da oben geht's lang. Da oben geht's lang, aber da ist nix. Bäh. Der Mario, das sackt manchmal so schwer ab. Das heißt doch immer, Fett schwimmt nach oben. Warum schwimmt er dann nach unten? Aber egal. Bonusspiel habe ich jetzt natürlich auch nicht erreicht. Das gibt's dann beim nächsten Mal. So, jetzt gehen wir ins Geisterhaus.
Zweites Geisterhaus. Zweite hier in Welt 2. Und ich muss zugeben, ich kann mich nur noch so dunkel dran erinnern. Bäh, scheiße. Ein großer Bu. Ich hoffe, das reicht. Ja, perfekt. Einmal drüber gesprungen. Wie kam man da runter? Keine Ahnung. Ich hoffe, da gibt es einen Pilz. Ja, Gott sei Dank. Uah. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das hier. Dann nehmen wir mal die Münzen weg. Ach, die blöden Boos. Irgendwo, irgendwas. Na, scheiße. Das heißt hier, there are 5 entrances to the Star World in Dinosaur Land. Find them and you can travel between many different places. Ja, das ist schon der erste Hinweis auf die Star World, die wir eigentlich finden sollten, wenn wir das Level hier durchspielen. Ach, scheiße, da will ich hoch. Hui. Das war eigentlich hauptsächlich wegen der Tür hier. Ach Gott, da haben wir das normale Finish gefunden. Okay. Oder war das jetzt hier extra? Gott, ich weiß es schon gar nicht mehr. Das ist alles so lange her. Ist das schlimm? Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal das Bonusspiel. So, wo taucht die Blume auf? Hier in etwa. Da gibt's halt Sterne. Nein, eine Blume! Blödes Ding. Waren das nur zwei Leben? Gott, sind die knausrig. Aber gut. Ah, Continue and Save. Ja, das war der Sonderausgang. Oder? Ja. Definitiv, hier kriegen wir auch schon einen Vorausblick auf das, was noch kommt. War einer der Sonderausgänge. Jetzt gehen wir aber erstmal hier wieder rein. Bevor wir da unten weitermachen. Also Welt 2 kriegen wir gleich auch noch komplett. Na, Mist, jetzt muss ich warten. So, liebe Boos, brave Boos. Dann nur auch verschwinden. So. Schon scheiße, wenn man klein ist. Und weiter geht's. Den vergesse ich fast immer. Hier springen wir gekonnt drüber. Wie man da runterkommt, weiß ich gerade noch nicht. Weiß auch nicht, ob das wichtig ist. So, die hier brauchen wir jetzt nicht. Die Tür erreichen wir anders, das haben wir ja gerade eben gesehen. So. Mal schön zwischen den Boost durch. So. Okay. 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 Okay, war das jetzt nur extra? Oder ist das jetzt hier wieder ein anderer Raum? Ich glaube, das war nur extra. Dann gehen wir mal durch die Tür hier durch. Na toll! Bäh. Jetzt gehen wir mal, jetzt springen wir mal da drüber und dann... nicht irgendwas. Bäh. Brauche ich das vielleicht für irgendwas anderes? Zu lang nicht mehr gespielt. Warum ist nichts? Frag mich immer noch, wie ich da runterkomme. Mm-hmm.
Nee, nicht. Kriege ich jetzt wenigstens eine Blume? Ah ja, immerhin etwas. Aber irgendwo weiß ich noch, dass es einen anderen Ausgang gibt. Nur den erstmal finden. Beziehungsweise, wenn es blöd läuft, muss ich den tatsächlich erstmal nachgucken. Hier nicht irgendwas? Nehmen wir das hier mal mit, so. Kann ich hier nicht irgendwie... Ah! Ich wusste doch, hier war irgendwas. Wer sucht, der findet. Und da hat's noch eine extra Tür. Und jetzt haben wir einen Endbossfight. Ah! So, nehme ich gegen einen Buu. Aber er kommt auch doch drauf. Scheiße. Bin jetzt ziemlich eingeklemmt. Bin ja verflucht eingeklemmt. Na, scheiße. Ah, aber jetzt habe ich auch schon besiegt. Ah, das übliche Mario-Prinzip. 3 Treffer reichen. Gott sei Dank. Puh. Übrigens ist das einzige Geisterhaus, wo es einen Endgegner gibt. Und hier würden wir dann zur Star World kommen. Aber das machen wir jetzt natürlich auch noch nicht. Gucken wir uns ein anderes Mal an. Erstmal decken, machen wir noch dieses Level. Donut Secret 2. Eine Eiswelt. Uah. Uah. Huh. Das war eng. Das hat jetzt nichts gebracht. Ich dachte, da wäre vielleicht eine Feder oder irgendwas ähnliches drin. Ist ja natürlich ein bisschen verschärft, weil die Steuerung ziemlich rutschig ist hier. Ein Stern, der deinen Scheiße Namen trägt. Habe ich halt eine Yoshi-Münze verpasst. Scheiß drauf. Warum springe ich denn drüber? Na! Huch, Gott sei Dank. Könnte ich den noch platt machen? Mal da irgendwie rein. Oh, da wäre der Stern nützlich gewesen. So typisch. Jetzt warten wir mal. Komm. Zack. Ui. Da kann man bestimmt rein. Ja. Und müssen an der frischen Luft. Bitte was? Da drüber fliegen, schweben. Dass man ja die Münzen alle kriegt. Nur wahrscheinlich den Moment gucken, wo ich abstürzen kann. Beziehungsweise war wahrscheinlich auch wieder bloß so ein Sonderabschnitt. Gut, gucken wir mal da hinten. Ah, Yoshi-Münze hätten wir sonst verpasst. So. Oh, schön. Oh, bin ich ein Depp? Kann man da nicht rein? Scheinbar nicht. Ah, für das war es gut. Ich dachte, es war schon blöd, die Koopas da unten zu lassen, aber es war dann doch genau das Richtige. Und damit haben wir auch Donut Secret geschafft. Übrigens, habe ich noch gar nicht ausgeführt, das ist schon mal ein Ausblick auf die letzte Welt. Da könnten wir jetzt eigentlich auch schon bald hin. Machen wir aber noch nicht. Erstmal machen wir hier weiter. Im Vanilla Dome. Dritte Welt. War normalerweise dann immer schon mal Ausblick auf den Abschluss. Beziehungsweise war für mich eigentlich schon wieder fast vorm Abschluss. So, hier hat's nichts. Hier gab's, glaube ich, irgendwo eine Feder. Auf jeden Fall eine Blume. War's doch irgendwo mal eine Feder versteckt.
Da war ich mir zumindest relativ sicher. Ah, fuck! Ach, scheiße, dann krieg ich's auch so nicht platt. Irgendwo, ah, da war's! Ja! Gott sei Dank! Weil, das hier schleudern wir jetzt erstmal weg. Hat halt den Vorteil, dass man sich eben auch seitlich durch die Blöcke durcharbeiten kann. Mit Feder ist es natürlich auch um einiges einfacher, hier hochzukommen, weil das sieht man schon, da brauchen wir bald lila Blöcke. Beziehungsweise einen lila Schalter, um einen lila Block freizuschalten. So, jetzt nehme ich hier lieber mal die Blume. Weil sonst hätte ich das Problem, dass ich hier drauf abheben würde, vor lauter Rennen. So. Und jetzt begeben wir uns wieder ins Superman-Umhang. Und zeigen den kleinen Ungeheuern hier, was es heißt, sich selbst bei einer Platz zu machen. So. No, ich depp. Ich habe ihn zuerst angeschubst. So, so. Damit kann man auch die Füße hier platt machen. So. Ah, da wären wir jetzt nur hochgekommen, wenn man klein ist. Eine Blume will ich nicht. Und verrecken nicht. Das war dumm. Ah. Wir sind den Gegner auch platt gemacht. So. Noch. Ach gut, hat ihn trotzdem platt gemacht. Na, ja, Gänge, wofür ist der grüne Panzer gut? Wofür ist der lila Panzer gut? Ah, Moment. Yoshi-Münze nehmen wir mit, auch wenn ich wieder nicht alle gesammelt habe. Und die Hilfe von dem Kollegen nehmen wir auch noch in Anspruch. So. Zack. Ah, und da gibt es auch noch ein extra Item, wenn man was ins Ziel mitnimmt. Auch nett. Damit hätten wir auch schon das erste Level geschafft. Hier im zweiten Level gibt es irgendwo einen extra Ausgang, weiß ich noch. Das ist so halb Höhle, halb unter Wasser. Den hier kann man einfach umrennen. Weg mit. So, jetzt schauen wir mal. Nur noch wissen, wo der Sonderausgang war. Ah, hier. Nur wie, zum Teufel. Ah, ich glaube, ich habe so eine Ahnung. Ich muss jetzt hier runter. Weil irgendwo gab es, glaube ich, einen Hinterausgang. Hier was? Hier gab es nur eine Feder. Da oben ist was. Ich glaube, das brauchen wir. Scheiße. Ich will keine Blume. Aber gut, dann nehme ich halt eine Blume. Nehmen wir mit. Hier, auch eine Blume. Brauchen wir nicht, weil jetzt können wir hier den Block aktivieren. Zack. Und können hier durchspringen und hier haben wir nicht nur eine Yoshi-Münze, sondern auch einen Schlüssel und da unten müsste irgendwo blödes Ding. Müsste das Schlüsselloch sein. Ach, verdammt. Noch kommt!
Na egal. Hauptsache extra Ausgang gefunden. Hauptsache lila Blöcke freischalten. Beziehungsweise ist der rote Block, jetzt wissen muss. Und hier ist tatsächlich mal was, wo man direkt am Anfang sterben kann. Hilfe! Na, ich kann noch nicht platt machen! Okay. Das können wir's! Ja! Oh, cool. Das lassen wir aber da hinten. Weil sonst komme ich da hinten gar nicht durch. Hui! Okay. Geschafft. Juhu! Das ist der rote Schalter. Sieht mir zwar mehr nach lila aus, aber gut. Rot. Wobei, da sieht das Rot auch roter aus. Aber gut. Aus den roten Blöcken kriegen wir nichts raus, leider. Keine Items. Gibt ja auch keinen Block. Ich glaube, ein oder zwei haben wir noch, den wir finden müssen. Aber gut. Schauen wir hier erstmal weiter. Ta-ta-ta, wenigstens wieder groß. Hier hoch. Die umgehen wir jetzt mal alle ein bisschen. So, hier runter. Oh, ist das scheiße, wenn man keine Items hat. Verdammt. Ich hasse Schwimmen. Aber nur im Spiel. Blöde Fische. Nein, das gibt's doch nicht! Das darf doch echt nicht wahr sein. Wo geht's denn hier jetzt so unten lang? Oh oh, ich hab so eine. Oh 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 oh! Der trinkt doch, oder? Nee. Komm ich nicht durch, verdammt. Das tut so komisch. Wow! Wow! Das sind ja mal Ärsche. Na, wenigstens bin ich jetzt gleich. Oh nö. Verpiss dich. Ich will in die Mitte. Noch toll, jetzt habe ich einen Pilz. Huh? Ui, Bug, cool. Habe ich auch noch nicht hingekriegt. So, wo komme ich jetzt lang? Scheiße, der Typ verfolgt mich. Na! Ah! Wow, 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 Leute, Leute, Leute. Mach ich den mal lieber platt. So. Hier geht's auch nicht rein. Noch ein. Oh, nee, drei. Jetzt sind's vier. Aber jetzt bin ich durch. Wow. Wow, oh, schade. Das wär's jetzt gewesen. Ah, wenn ich da weitergekommen wäre. Aber gut. Gut, ich glaube, das soll es auch für heute gewesen sein. Machen wir nächstes Mal weiter im Vanilla Dome. Also, ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.